Ja, liebe Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu Star Citizen Mega Special Part 4. Ich dachte mir, ich nehme mal wieder ein neues Video für euch auf, beziehungsweise editiere ein vorhandenes altes Video. Ich meine, das Star Citizen, die Welt ist jetzt auch, glaube ich, schon 3 oder 4 Wochen her, oder 4 Wochen, glaube ich sogar. Aber die Videos, die wollt ihr natürlich alle noch sehen vom Livestream, deswegen habe ich mich heute mal wieder angesetzt, an dem Montag quasi, in dem jetzt quasi Feiertag ist, und habe mal ein neues Video für euch geschnitten. Ja, was kann ich kurz zu dem Video sagen? Wir starten in Port Olisar, beziehungsweise das letzte Video hat ja quasi beim Anflug auf Port Olisar geendet, und jetzt geht es quasi auf Port Olisar weiter. Wir sponsern auf Port Olisar größere Schiffe, weil wir wollen eine große Expedition starten. Was genau das für eine Expedition wird, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Das werdet ihr wahrscheinlich im Laufe des Videos erfahren. Wenn nicht, dann spätestens in den nächsten Videos danach. Allerdings brauchten wir für diese Mission halt Bodenfahrzeuge. So, diese Bodenfahrzeuge passen lediglich in große Schiffe. Deswegen brauchten wir zuerst große Schiffe, um dann damit zu einem Spawn zu fliegen, wo wir eben diese großen Fahrzeuge spawnen können, um diese halt in die Laderampe zu packen und dann unsere eigentliche Expedition zu beginnen. Das war quasi die Vorbereitung auf die Expedition. So, es ging allerdings allerhand schief in diesem Video. Das hat zuerst damit angefangen, dass wir quasi zwar die Schiffe bekommen haben, das hat alles funktioniert, wir sind auch direkt nach Jela geflogen, sind da schon gelandet, alles war super, alles hat wunderbar funktioniert. Naja, bis zu der Stelle, bis wir festgestellt haben, dass wir keine Fahrzeuge spawnen könnten, weil da eine Leiche auf dem Landepad, also auf dem Spawn, lag. Also eine Spielerleiche von irgendjemandem, der da verreckt ist. Und dadurch konnten wir keine Fahrzeuge spawnen. Shit happens. Also haben wir uns gesagt, okay, das hat ja keinen Sinn, dann fliegen wir halt weiter Richtung Levski und parken da halt unsere Fahrzeuge aus. So, und diese Nummer klingt jetzt nicht sonderlich lang, allerdings ist da ein ziemlich langes Video draus entstanden, weil ich mich unterwegs auch noch verlaufen hatte auf der Starfarer von Depyro. Der hatte so ein riesen Schiff und ich bin da irgendwie und habe mich das Schiff auch noch eingesperrt mit einer geschlossenen Tür und so Geschichten. Und es war auf jeden Fall allerhand lustiger Kram, der irgendwie da passiert ist. Und deswegen muss das auf jeden Fall alles ins Video. Ich hoffe, das Video ist nicht zu langatmig für euch. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu schneiden, aber trotzdem irgendwie die lustigsten Szenen reinzupacken oder die coolsten Szenen. Ja, würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt. Am Ende des Videos werde ich auch feststellen, dass wir dann Levski noch erreicht haben. Ich hatte euch ja in dem ersten Video was gewesen, da hatte ich euch eine kleine Randnotiz gegeben, dass es nochmal ein Levski, quasi eine Aktion aufs Levski gibt, wo ihr über die Stadt nochmal vernünftig sehen könnt. Das wird dann im nächsten Video passieren. Also jetzt mit dem Video haben wir uns quasi diverse Sachen erfüllt, um da hinzukommen. Und das nächste Video gibt es eine verdammte, dicke, fette Levski-Tour. Also könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Ich wünsche euch trotzdem erstmal viel Spaß mit diesem Video. Es ist wirklich lustig. Ich fand es grandios gut. Es gehörte auf jeden Fall, die Single gehört auf jeden Fall mit in unser Mega-Special. Also wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Bis dann, euer Dark Resistance. Ciao, ciao. Wird mir aber auch nicht angezeigt als Co-Pilot. Unerhört. Auch nicht? Nee. Unerhört. Ja gut, ist für dich jetzt auch als Co-Pilot irrelevant. Ja. Aber dass du die Waffensysteme und die Schilde und sowas nicht steuern kannst, das überrascht mich schon. Merkwürdig, ja. Ja. Ganz seltsam. Was mit der smoothen Landung, das üben wir nochmal. Also zumindest was das Anfliegen betrifft, das ist alles ein bisschen stockig noch bei Pyro. Ja, warte, ich warte eigentlich, dass du so richtig schön, so richtig smooth, langsam auf das Deck zu gleitest. Das sagt er nach seiner letzten Landung auf dem Hex. Das war Absicht. Ich habe versucht, dass ich mich jetzt auf die Nase stelle. Ich hatte da nicht vor, dich dabei halb zu töten. Ich habe es auf dem Screenshot festgehalten. Ja, das ist gut. Also ich habe auch ein paar Screenshots gemacht. Sehr schön. Es war noch nichts gegen meine Landung mit der Reclaimer, aber ja, die war mega. War schon in Ordnung. War schon in Ordnung. Du bist ja nicht gerade so laut. Gleich ein bisschen näher am Mikro. Das kann sein, ja. Muss mir nochmal Rechte geben, bitte. Ja, weiß. Press to unlock. Da haben wir es. Ja, es leckt halt wahnsinnig gerade. Es ist ein bisschen anstrengend. Das geht aber eigentlich bei mir gerade. Also. Ja, jetzt geht's gerade wieder. So 30 FPS habe ich. Ich kann man hier gerade bei 21 rum. Ich weiß schon, warum ich das Spiel auf 48 FPS gestellt habe und nicht auf 60, weil dann ist die Qualität allgemein halt noch ein bisschen besser, weil halt habe ich Pyro versucht, ihn zu erklären. Wenn du halt, ich streame mit 6000er Bitrate bei Twitch und YouTube, und wenn du halt auf 27p 60 streamst, dann, und du streamst dann auf 1000, jetzt hat er wieder die klassischen Frame Drops hier. Wenn du dann aber auf 1080p 60 zum Beispiel streamst, dann hast du halt, obwohl du dieselbe Bitrate hast, hast du eine viel schlechtere Qualität. Obwohl die Auflösung höher ist und die Bitrate gleich ist, hast du eine schlechtere Qualität. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du halt eine 6000er Bitrate hast, die eben dafür da ist, dass du halt, die versucht halt einfach alle Bildinformationen bereitzustellen, die sie hat. Und wenn du halt 1080p Auflösung hast, dann musst du viel mehr Bildinhalte darstellen, dadurch wird die Qualität vom Stream einiges schlechter einfach. Das sieht vielleicht dann im Standbild dann besser aus, weil du halt eine höhere Auflösung hast, aber sobald du dich bewegst, hast du halt voll die Schlieren drin im Spiel oder so. Oder im Stream, ja. Besser gesagt.
Und wenn du jetzt halt von 60 FPS auf 48 FPS runtergehst, dann hast du natürlich auch dementsprechend, braucht er nicht so viel, ja, braucht er nicht so viel Bitrate auf die FPS-Werte zu legen und kann dann mehr zur Auflösung dazu packen. Und deswegen, ja, sieht es dann einfach besser aus. Die Theorie. So, sollen wir jetzt irgendwas Cooles spawnen hier, ja? Ja, spawnt mal Schiffe auf jeden Fall, in die wir irgendwelche Fahrzeuge reinpacken können. Also kann ich in die Drake Cutlass Dings reinpacken oder was? Ja. Okay. Was muss ich machen, was da reinzupacken? Muss ich dann auch das komische Cyclone-Ding schon spawnen oder wie? Oder wie mache ich das? Nee. Einfach jetzt nur mal das Schiff spawnen, was Drake. Wir brauchen. Okay, Retrieve. Your ship has been delivered to the following landing pad. Hast deine Waffe hinten auf dem Rücken? Ich habe meine auf dem Rücken. Ja. Oh, wenn ja. Du jetzt da gerade bist. Ich war jetzt gerade hier am Dings, am Terminal. Ja. Er hat mir jetzt gerade nicht gesagt, wo er es hingeliefert hat. Drake Cutlass, Port Oliver B03. Ich kann auch gerade nochmal Claim machen bei der Aurora, kann er das schon mal claimen in der Zwischenzeit. Mhm. Aber braucht auch nur 5 Minuten. B00 für die Starfarer. Starfarer hast du. Also was heißt jetzt Port Oliver B03? Da kann ich gleich B03. Drei Fahrzeuge reinpacken. B03. Es gibt immer oben so kleine Schildchen, die hängen immer von der Ja, ich weiß. Ja. Daran orientiere ich mich auch immer. Ihr nutzt gerade irgendeinen Arsch und das Airlock vor meinen Augen. Okay, dann. Ja, dann nehme ich mal die Caterpillar. Ja. Wollte ich auch erst, aber mir wird noch nicht so ganz klar, wie man da mit dem Ding rauskommt. Du musst ja rausspringen quasi. Weil diese absenkbaren Dinger, die gehen ja nicht hoch komplett bis an den Boden runter, die öffnen sich nur an den Seiten, diese Seitenklappen. Okay, ja. Ich probier's mal. Die Rampe geht nicht bis zum Boden runter. Das ja gut, bei der Starfighter geht die Rampe, doch, die geht ja ganz runter. Die geht komplett auf den Boden runter. Ja gut, ich probier's mal. Ja. Doch, C00. So, wohin sollen wir fliegen? Schauen wir jetzt mal gleich. Noch kein festes Ziel. Wieso tun wir Power an? Muss erstmal auf meinem Schiff hier durch die Etagen laufen, bis ich im Cockpit sitze. Das Cockpit finden. Naja. Irgendwie spackt es doch gerade rum bei mir hier. Ich kann mein Schiff irgendwie nicht anmachen gerade. Dann sehe ich sie nur Power on, aber. Okay. Ja, ist gerade eine Caterpillar gespawnt und eine. Und eine Starfarer, ja. Ich glaube, ich bin das Co-Pilot für sich da eingestiegen, das kann sein. Hm. Auf welchem Landepad bist du, Pyro? B00. Ich bin C00. Ah, okay. Ich sehe dein Schiff. Ah, jetzt sieht besser aus, vielleicht. Ja, ich bin rechts von dir. Ah, also, ich schaue mich hoch. Ah, ja. Sehr gut. Perfekt. Wo ist er? Wie kommt man eigentlich da in die Caterpillar nochmal rein? Die hat unter der dieses kleine Seitenteil, was du abspalten kannst, um separat damit zu fliegen. Ah, okay, hinten habe ich ja genau, was gesehen. Genau, da hinten ist eine Rampe. Ja, aber ziemlich weit nach vorne laufen. Relativ, ja. So, wo fliegen wir jetzt hin? Warte, muss mal gucken. Orange, Flight Ready. So, Mobiglas, wir schauen uns mal kurz an, welche Planeten sich jetzt anbieten. Nächste gelegene wäre in dem Fall, wenn ich das richtig sehe, Daimar. Daimar kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Auf Yella gibt es auf jeden Fall ein, zwei Spots. Wir wollten doch jetzt zu den Dings fliegen, oder nicht zu dem. Das ist der dritte Schritt. Der zweite Schritt wird sein, dass wir jetzt irgendwo hinfliegen, wo wir. Du kannst nämlich nicht überall deine Fahrzeuge spawnen. Achso, okay. Hm. Ja? Wenn du jetzt hier dein Fahrzeug spawnen würdest, würde er dein Schiff wieder wegnehmen und stellt dir ein Fahrzeug. Okay, das ist doof. So. Was wir jetzt machen müssen, ist also auf dem Planeten landen. Ja, Station. Wohin? Ja, da müssen wir gerade gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Also wir könnten Yella und Daimar. Auf Yella kenne ich definitiv eine Station, wo du das machen kannst. Ja, auf Daimar jetzt gerade nicht. Yella klingt gut. Ja, dann fliegen wir nach Yella. Okay. Also ich bin immer noch hier am Cockpit suchen. Ja, dann warte, okay. Ey, das Ding ist so groß wie eine FPS-Map. Okay. Aber ich glaube, ich hab's dazu. Ich habe da schon mal da den Eingang gefunden. Okay, Aussichtsplattform, andere Richtung. Ja, richtig. 180 Grad auf. Genau, ich bin im Cockpit.
Doch mal gucken, wie sich das Baby fliegt. Bin ich schon lange nicht mehr geflogen. Ja, ist auch schon lange nicht mehr. Riesiges Ding. Okay. Jo, bin da. Wie heißt der Außenposten, wo wir runter müssen? Oder wo müssen wir da hin? Also, du bist schon da. Ich bin da. Du darfst nicht vergessen, wir haben sehr dicke und langsame Schiffe. Okay. Also, da musst du jetzt ein bisschen Geduld haben. Also ich drücke gerade Leertaste. Oh, jetzt bewegt er sich das Ding nach oben. Richtig, das ist ein sehr schweres Schiff hier zu haben. Schneller Starfarer oder die Caterpillar? Die Caterpillar. Okay. Ich schwebe ein bisschen Umlaufbahn rum und renne mir so ein bisschen beim Schiff rum. Mach das. Also wollen wir? Jeder. Wieder okay. Meine Controls funktionieren gerade nicht, kann ich abheben. Oh. Muss ein bisschen länger auf der Leertaste bleiben. Na, habe ich schon, aber da passiert halt gar nichts. Ich springe mal nach. Oh, doch, du hast recht. Ja. 5 Sekunden gedrückt halten, bevor überhaupt irgendwas sich bewegt am Schiff. Ja. Also meine Maximalgeschwindigkeit ist 130. Wow. Irre. Und ich dachte, das ganze Schiff bewegt sich nicht. Okay, hat sich geklärt. Oh, was ein fetter Pot. Okay. So, Ziel ist gesetzt. Erstmal ein paar Screenshots machen. Ich kann doch prinzipiell auch, welchen Weltraum bin und mein Raumschiff sich nicht bewegt, einfach hinten Ladeluke aufmachen, rausspringen und drin rumschweben, ne? Ums Schiff. Ja, klar. Okay, du könntest auch dein Schiff in unser Schiff reinfliegen. Ja, kann ich? Ja, du kannst dein Schiff tatsächlich. Jawohl, näher. Wenn der Hangar Cutlass groß genug ist. Ich musste mal einen kleinen Weltraumspaziergang machen, das habe ich noch nie gemacht, so ich das Spiel jetzt gespielt. Echt nicht? Nee, also jetzt nicht, zumindest früher. Boah, das darf man sich nicht entgehen lassen. Ne? Für die Mission brauchst du es relativ häufig, ne? Man muss halt irgendwelche Bugs untersuchen. Ja. Vielleicht. Okay. So, was war das? Wohin fliegen wir? Also erstmal zu OM2 hast du gesagt, ne? Ja, ich bin jetzt zu OM2 geflogen, weil das ganz gut passte gerade. Wir wollen zu A-Corp. A-Corp? Aston Ridge Emergency irgendwas, Benson, Denson, irgendwas. A-Corp Mining Area, ist ganz oben im Norden auf 12 Uhr. A-Corp Mining Area, ja, ich sehe es, okay, das ist auf jeden Fall so. Wie sehe ich nochmal diese komischen OM, die komischen Punkte? Den du Yella als Ziel setzt. Ja, müsste ich ja eigentlich noch haben, oder? Ich habe es ja nicht geändert, oder? Oder du guckst einfach außerhalb des Planetens. Yella, warte mal, Moment. Arc-Corp wollen wir. Ja, Arc-Corp Mining Area. Ah, 600 Kilometer weit weg. Dann nimm einen anderen Punkt. Ja, also ich bin zu UN2 geflogen. Ja. Und wenn du bei UN2 bist. Ah, jetzt sehe ich UN2. Ja, jetzt zeig ich mir UN2 auch an. Wenn du bei UN2 gelandet bist, richtest du dich nach UN3 aus. Und da hast du parallel nach unten die Arc-Corp Mining Area. Ich jump nicht zu UN3. Ja. Jetzt in die höchstes Tempo, was die Starfarer zulässt. Das sind, glaube ich, 888. So. Schöne Zahl. Jetzt muss ich mich gedulden. Jetzt Richtung OM3 hast du gesagt. Richtig, genau. Das war das A-Corp Mining Area, hast du gesagt, ne? Ah, ich sehe dich schon vorne. Ja. 157, ne? Also, ja, genau, richtig. Ich sehe dich schon vorne. Ja? Ja, so wird so ein Dreieck wird angezeigt. Ja, bei mir auch. Hm. Fetter Wal. Ah, doch. Walross. Ah, ich sehe den Dark. Hm. Ah ja, ich habe jetzt auch 42 Kilometer bis weit weg. Ah, das passt okay. Wo sieht man das, wie weit jemand weg ist? Das hast du gerade nicht als Taste. Beim Radar. Nein, du kannst einfach deine Ziele durchgehen. Genau, ich gehe meine Ziele durch. Okay, und wie macht man das? Ich hab das bei mir auf die linke Maus. Achso, ihr habt das umgebeinet. Achso, okay. Genau. Also standardmäßig ist ja U für die freundlichen Ziele. Friendly.
Ist die Standardbelegung, kenne ich gar nicht. Kann sogar sein, dass standardmäßig belegt ist. Doch. Sagt er hier Drug Caterpillar und Misk Star Farah. Ja, genau. Ja, das sind wir. Die Drake Caterpillar bin ich. 28 und 28, 32, okay. 30 und 31 seid ihr weg, okay. Ich habe so ein Frachtschiff und der Pyro hat so ein, ja, so ein Tankschiff. Ein Tankschiff, ja. Dann kannst du quasi mobil dann andere Schiffe wieder betanken. Und vor allen Dingen das Coole ist halt, wenn die Tech Cloud kommt zum Ende des Jahres, dann kann ich quasi durch Wolken fliegen. Die sind prozedural generiert natürlich wieder. Richtig geil sehen die aus. Ich könnte dir gleich mal einen Clip dazu linken. Und du saugst es auf und gleichzeitig verarbeitest du das schon hier auf dem Schiff. Okay, cool. Und kannst gleich aus diesen Gasen quasi diesen Treibstoff gewinnen. Mit anderen Schiffen kannst du das zwar dann vielleicht gewinnen, aber du musst es eben dann verarbeiten lassen bei einer Fabrik auf dem Planeten oder einer Station. Und ich habe quasi all diese Mechaniken schon in diesem Schiff. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Oh, meine Höchstgeschwindigkeit ist 892. 1113. Oh, ja. Ja, okay. Sieht ja gleich nachher an uns vorbei. Das dauert nicht mehr. Aber das sieht schon geil aus mit dem Schiff. Schon, ne? Wieder gerade, ja. Also du wirst gleich nochmal zwei neue Schiffe zu Gesicht bekommen, die du entweder schon sehr lange nicht mehr gesehen hast oder noch gar nicht gesehen hast. Ja, klingt gut. Und auch ziemlich große Schiffe. Ja, sehr große Schiffe, genau. Also wenn wir gleich bei Arkham Manic Area sind, dann kannst du dir die auf jeden Fall nochmal angucken. Mach ich auf jeden Fall, ja. Muss man ja auch Landepads wieder zuweisen oder kann ich einfach irgendwo landen? Kannst, glaube ich, einfach irgendwo landen. Ja, du kannst eben dann. So, ich bin bei 48 Kilometer. Ich werde jetzt auch mal. Hier stehen auf jeden Fall zwei Fahrzeuge hier unten. Ja. Aber nicht auf den Pads, oder? Weiß ich nicht. Nee, nicht auf. Weiß ich nicht. Warte mal, ich guck mal. Weil sonst sind die Pads blockiert und wir können. Achso, Nee, das Pad sieht nicht so aus. Okay. Also da ist eh nur ein Pad, oder? Da hinten ist so ein großes Pad. Ne, die stehen hier auf den Pads. Es sind zwei Pads. Eins für die Raumschiffe und eins für die Fahrzeuge. Ah ja, okay. Ich lande auch einfach neben den hier. Front Impact Warning. Ja, ich bin immer noch am Bremsen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh gewürzt. Ich bin jetzt 20 Kilometer entfernt und das war... Ja, ich auch. Aber macht ja nichts. Beschleunige schon wieder. Lieber sicher heil ankommen. Ja, nicht nochmal so ein Reclaimer-Ding. Ja. Und ich glaube, ich habe den Dark heute noch gepredigt. Ja, und du brauchst 13 Kilometer, dann musst du schon anfangen zu bremsen und so. Und dann plötzlich sehe ich nur 7 Kilometer, 6 Kilometer und denke mir, no. Ah, aber jetzt bin ich vor dir, oder? Ich sehe dich nicht gerade. Immer noch nicht. Ich bin jetzt 8,4 Kilometer vor. Ach ja. Ich bin auf jeden Fall gelandet. Sogar richtig elegant. Oh, ich kann sogar gut, schießen. Ab 200 oder 500 Meter werden Schiffe, glaube ich, teilweise ausgeblendet. Genauso wie Objekte auf dem Boden. Okay. Bezüglich nur Planeten. So, 6 Kilometer, 5 Kilometer. 2,8. So, muss ein bisschen Stoff geben, jetzt bin ich zu langsam. Bei mir ist es ähnlich. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, da bist du doch. Natürlich nicht zu übersehen. Ja, schön. So. Von euch, der da gerade runterfliegen ist, der aussieht, als hätte er so einen komischen Kastenwagen. Das ist wahrscheinlich einer von. Ja, gerade geschossen hat jemand von euch, ne? Das bin ich. Okay, ich sehe dich gerade. Wenn jemand schießt, dann weißt du. Ah ja, den an sich auch, der andere kommt da gerade von rechts. Kastenwagen. Ja. Pyro fliegt gerade auf mich zu, finde ich aber nicht gut. Sieht sehr beängstigend aus. Wenn er jetzt schießt, bin ich tot. Die Starfighter, das ist wohl wahr, ja. Ich glaube, die Starfighter ist gut bewaffnet. Ja, allerdings. Da bin ich ein bisschen besser bewaffnet als die Mühle, wo ich habe. Allerdings. Also wenn das einschlägt, da wächst kein Gras mehr dann. Ich habe ja nur so billige Laser, glaube ich. Du hast ja so richtige fette Kanonen. Das sind Dinger, die gehen ordentlich ab, ja. Aber Size 4 oder so? Müsste schon was Size 4. Ja, es ist Size 4. Kann man hier, irgendwas Besonderes machen oder warum sind hier zwei andere Schiffe? Die Leute werden wahrscheinlich ihre Vehikel hier gespawnt haben. Achso, ja, um damit rumzucruisen oder die auf die Schiffe. Jetzt müssen wir erstmal hier einen Landeplatz suchen. Weil die haben ihre Schiffe aber beide angelassen, also keine Ahnung. Ja, das machen einige, aber es ist halt dämlich, weil du schon vom Weiten dann die EMP auslesen kannst, ne? Mhm.
Wo willst du landen, Pyro? Ich glaube, ich lande Neben das dem hier, wo ich. Pad. Neben dem Pad. Sie Neben dem sind Pad. auf jeden Fall beide ziemlich nice aus, aber ich finde das Schiff, das große mit den orangenen Lichtern, finde ich wie stylischer. Das längere. Ja, genau. Das Das bin sieht ich. vielleicht Das aussieht wie so ein riesiger Dildo, der im Himmel schwebt. ein riesiger Dildo, der im Himmel schwebt. Das ist natürlich. Ah, du parkst da hinten, ja, macht vielleicht auch sogar Sinn. Ich schweb mal über dich drüber. Ja, mach das mal. Irgendwie springt gerade mein Schiff noch mal ein kleines Stück Ich hoch. sehe es. Sieht auf jeden Fall ziemlich stylisch aus, das Ding, was du da hast. Finde ich ziemlich cool. Also echt, das ist wie so ein riesiger Penis, ey. Also du merkst, der Dag ist begeistert vom fliegenden Penis. Ja, Ja. Zeig ihm den fliegenden Penis. ich meine, der leuchtet sogar, ne? Ich meine, das ist doch Ja, der alles. leuchtende fliegende Penis. Schön. Also echt ein Oschi, den du da hast, den kriegst du nicht so einfach gelandet wie er sein Teil hier. Ja, jetzt eiert er aber ziemlich rum, der Penis. Ja, jetzt richtet er sich auf gerade. Also wenn was in Erinnerung bleiben wird bei den Zuschauern und bei Dark, ist der Ja. fliegende, leuchtende, riesige Aufrichtende Penis. Penis, ja. Ach so, Sehr kann ich schön. jetzt aber nicht landen hier, Scheißdreck. Das Ding ist einfach zu groß. That's what she said. Und genau. Und das ist einfach zu Oh groß. Gott, wir werden niemals erwachsen, Was passiert, wenn ich jetzt einfach runterziehe? Ah, okay, unter mir sind Gebäude. Du machst Schlecht. einfach alles Matsch, was unter dir ist. Ja. Alter, das Pure Schiff. driftet hier irgendwie die ganze Zeit über den Nee, Boden, das ja. Schiff, das driftet immer wieder nach oben und ich frage mich gerade, warum Mach's passiert einfach das? aus. Genau. Einfach Motoren ausschalten. Mach auch immer, ich Ja, mach's das immer wieder sowieso, aus. aber ich würde schon mal wissen, was. Ich gucke mir das Terrain gerade nochmal an. Ich habe auch voll gut geparkt. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt gut ausgerichtet. Mein Raumschiff ist eigentlich auch um einiges größer, zumindest als die komischen kleinen Pups-Raumschiffe, die anderen beiden Typen hier haben. Aber gegen Ja, eure kann ich auch verstehe. nicht mithalten. Hier geht es nur darum, wer hat den längsten? Wer hat den, Wer hat den wer längeren? leuchtet am Ja. schönsten? So, ich habe mal die Türen geöffnet. Dark, wenn du hier durch willst und dir das alles mal angucken Ja, willst, ich dann bin auf dem Weg zu deinem Schiff. ist jetzt die Möglichkeit. War das das Teil, wo ich schon mal drin saß? Weil das sieht so ähnlich aus, erinnert mich total an das Das Ding. Ja, ich glaube, das war das weiß ich Teil. nicht. Doch, ich glaube, das war das, was du mir mal gezeigt hattest. Dann ist auch so komische Tanks hinten dranhängen irgendwie. Oh. Oder gibt es mehrere mit so Oh komischen Tanks hinten dranhängen? Was heißt hier oh? oh. Was heißt hier Oh oh oh. Oh, das Ding macht, was es will. Okay. Mach Engine off, Engine off. Nee, er ist viel zu hoch dafür. Oh. Ich war schon am Dann Boden. steig, dann steig auf. Ich war ja schon auf dem Boden. Aber irgendwie bin ich hier wie so ein Gummiball wieder Ja, ich sagte, dieser hochkatapultiert. Planet ist irgendwie schräg. Hat er eine andere Atmosphäre oder sowas? Oder Ja. Gravitation? So, jetzt runter und dann off gleich schalten, die Motoren. Genau. Du driftest gerade, du hängst gleich mit deinem Heck in dem komischen, in der Station drin. Ja, und tschüss. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, das liegt gar nicht mal meistens am Piloten, sondern das ist echt die Physik, die schmeißen dich hier durch die Gegend. Ey, sag mal, liegt Ja. da ein toter Pilot auf dem Landepad? Ich Ja, sehe da, ich sehe, siehst du den auch? da liegt ein toter Pilot auf dem Landepad. Es Landepad. könnte sein, dass ich da Du was hast ihn mitgemacht erschlagen. Du hast ihn einfach erschlagen, Mann. Du hast ihn erschlagen bei deiner Der Landeaktion. Der wollte wollte sich sich's wahrscheinlich angucken, unbedingt. der dachte sich auch, boah, ein Riesenpenis, der sich Ja, ein gerade Drake Cape aufrichtet. Pillar, ein riesiger leuchtender Penis, den muss ich mir angucken. Kladatsch. Erschlagen von dem Penis. Der sieht definitiv RIP aus. Ja. Hast du wieder einen Criminal-Status? Nee. Aha. Gut, vielleicht war er schon tot. Ich weiß nicht, ob ich hier vorher schon lag. Sonst lande doch hier vor der Starfarer, du. Nee, ich lande jetzt hier. Unter dir ist eine Station, oder so Immer ein. noch. Nee, Ja. ja, doch, ja, geht so, Du musst ja. ein bisschen weiter nach rechts noch gehen. Nach rechts. Ja. Nach rechts oder Rechts sind aber Steine. Nee, ich Komm mal würde. runter. Jetzt komm mal runter. Sieht eigentlich schon gut Das aus. war schon wieder zu weit. Das war zu Ja. viel. Ein bisschen weiter vorne nach links, würde ich eher sagen. Ja, achte vorne auf deinen Riesenstein da, Ja, den genau. du auf 1 Uhr hast. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, Und jetzt runter, nach und unten. runter, und Ja, runter, perfekt. runter, runter. Das sieht gut aus. Jetzt perfekt. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach links. Geht schon, das geht schon. Ja, sehr schön. Gleich alles abschalten. Alles gut. Ja, genau. Alles abschalten. Hier, siehst du, die geht nämlich auch automatisch hier hoch, Ja, das Schiffchen. Power off. macht meine auch. Das war jetzt eine Hektik. Boom. Bom, Ja. bom, Explosion, alles kaputt, bum, bum. Ja, wie gesagt, gibt es mehr Raumschiffe mit solchen Tanks hinten dran oder ist das das Einzige, was du so hast? Also es gibt schon Schiffe mit Na, Tanks, aber hast du nicht in der solche? Größe. Hast du die in der Größe noch?
Weiß nicht. Also ich weiß nicht, ich weiß, du hast mir irgendwann mal ein Raumschiff gezeigt, aber ich weiß nicht, ob es das war, keine Ahnung. Das sah so ähnlich aus. Hat ja, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es die gewesen wäre. Da gab es einen großen Frachtraum so, wo man dann wie nach oben konnte und dann gab es dann auch so lauter Gänge und irgendwie so. Ja. Aber ich guck's einfach nur mal für die Aufnahme an, dann habe ich es nochmal. Das andere war ja out of stream gewesen. So, ich spawn jetzt schon mal hier das Cyclone. Ja, ich hab die Cyclone gar nicht. Greycat Buggy und Apoa Nox Q. So, dann nehmen wir das doch mal. Spacebike. So, ich habe mal vorne meine Luke aufgemacht. Ich denke mal, da müsste ich was reinkriegen. Ja. Wie? Die Pets sind voll. Wollen die mich verarschen? Da liegt ein toter Soldat. Okay, also vorne rein kriege ich kein Fahrzeug. Ja. Ey, das ist ja die Härte jetzt. Wegen der Leiche spawnt das Spiel jetzt. Nee, oder? Keine Ahnung, Mann. Ja, die Starfighter sieht auch cool aus. Aber die habe ich auch. Ja. Ah, die braucht man auch. Ja. Das war das zweite Schiff, was ich gekauft habe. Super Horne damals und dann die. Ja, das, die habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, aber ist ja egal. Gucke ich mir wieder nochmal an. Ja, wegen dem toten Vollhorst hier. Aber herzlichen so weit, Glückwunsch. So weit kriegen wir jetzt unsere Bodenfahrzeuge nicht. Was? Aber so weit vorher bin ich ja nicht rein. Rüber geflogen. Ja, so warte, vielleicht hast du ihn noch, vielleicht hast du ihn noch gar nicht gekillt. Ja. Ups. Warte, ich kann es ja mal probieren mit dem Fahrzeug. Ja, mach du das mal bitte, warte, ich verschwinde hier mal. Oh Gott, der Elevator. Egal, nämlich hat ihn auf der anderen Seite. Ach, natürlich, Mann, wir sind doch hier auf Yella. Natürlich ist die Atmosphäre eine andere Gravitation. Ja, ja. Das merkt man doch schon, wenn man rumspringt. Kein Wunder, dass die Schiffe auch ständig dabei hochspringen. Nee, ist alles voll. Ja. Wofür ist das andere Landing Pad nochmal? Wo ist denn das jetzt? Da kann man Raumschiffe spawnen. Nur Raumschiffe? Ich glaube, nur Raumschiffe. Mal ganz kurz, ganz kurz aufkalten, gleich wieder da. Vorzeigeeffekt. Jo, Vorzeigeeffekt. Jo. So, wir haben gerade rausgefunden, dass aufgrund dieser toten Person auf dem Landing Pad. Ja. Hier keine Fahrzeuge spawnen können. Das ist natürlich doof. Das lässt nur einen Schluss zu. Wir werden die Location wechseln müssen. Ja, dann fliege ich gleich bei dem großen Kerl damit. Also bei dem anderen. Mit dem leuchtenden Penis? Ja, genau, mit dem leuchtenden Penis. Ich bin momentan noch dabei, zu versuchen rauszukriegen, wo da die Brücke von diesem Schiff ist. Bin inzwischen bei den Schlafkabinen angekommen. Bei dem Turret bin ich auch. Irgendeinen Maintainer Access, wo ich runterklettern kann, wo ich jetzt aber eigentlich gar nicht runterklettern wollte. Ja, weiß ich auch nicht. Wo geht's denn hier nach oben? Noch ein Maintainer Access. Das sind drei hintereinander folgende Module. Die sind identisch aufgebaut. Ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier oben bei der Küche und bei den Schlafkurien, aber da komme ich irgendwie nicht weiter. Auf der Starfire gerade? Ja, bei deinem Schiff halt. Genau. Achso, bei meinem. Du willst jetzt raus, oder wie? Nee, ich will zum Cockpit erstmal, weil ich das noch nicht gesehen habe. Zeig mir das mal, dann können wir rausgehen. Du musst einmal ein Stockwerk nach unten gehen. Ja, ich habe mich total verlaufen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie. Ich weiß nicht mal, wie das ist so geil, ne? Das war, was glaubst du, wie vielen Unterstützern das ist? Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr, ich bin eben keine Treppe gelaufen. Ich bin irgendwie im Fahrstuhl hochgefahren. Du bist im Fahrstuhl hoch, ja. Du musst im Fahrstuhl wieder runter. Wo ist denn der scheiß Fahrstuhl? Auf die untere Ebene. Wo ist denn der Fahrstuhl? Ich glaube, ich bin hier reingelaufen oder bin ich auch nicht von hier, gekommen? Nee, ich glaube, ich bin in der Küche gelandet. Ich bin in der Küche gelandet, ich muss von hier gekommen sein. Irgendwo von hier. Ist hier der Fahrstuhl vielleicht? Maintenance, irgendwas? Muss ich dich jetzt suchen hier auf dem Schiff? Ja, du musst mich suchen. Ich weiß nicht, wo der scheiß Aufzug so ist. Hier sind die Toiletten, okay, das ist auch schon mal falsch. Und die Schlafkojen. Ein bisschen peinlich. Mann, ich weiß nicht, wie ich bin hier irgendwo reingekommen, aber ich weiß nicht, wie sieht der scheiß Fahrstuhl aus, Mann? Wieso steht denn irgendwo ein Elevator? Eine schlechte Orientierung immer nur Frauen. Wieso steht denn hier nirgendwo ein Elevator-Symbol, Alter? Das ist doch völlig verwirrend. Das ist leider nichts ist ausgeschildert. Ist insgeheim eine Frau? Nein. Komm jetzt mal ganz ich renne die ganze Zeit in dem einen Komplex hier hin und her und habe keinen Schimmer, wo ich weiterkomme. Nein. Bin jetzt durch jede scheiß Tür gegangen. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Okay, aber hier ist mal. Ja, ich höre ja nur Türen aufgehen neben mir. Dick. Nee, also ich glaube, ich weiß, wo du bist. Okay, ja, genau. Also hier so, Lift Access. Das hier? Hier gibt es keinen Lift Access, sonst wäre ich ja schon längst da mal hingegangen. Aber du bist auf meiner Ebene hier. Keine Ahnung, bei der Küche, Mann, bin ich.
Ich hör irgendwas. Irgendwas rauscht hier. Wo bist du denn? Das ist so cool, Mann, ehrlich. Ey, ich könnte mal ein Hide and Seek spielen, ey. Oh, ohne Witz, Mann. Ich renne jetzt die ganze Zeit auf dieser einen Etage rum und weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Hä? Ich bin keine Leiter gegangen. Hast du Fenster? Ja, ich habe Fenster, jede Menge. Jetzt wollte ich gerade Leiter runterklettern. So, ich bin jetzt hier gerade im Badbereich mit der Dusche. Hast du zu deiner linken oder zu deiner rechten Fenster? Irgendwo war hier. Aber ich habe jetzt, also wenn ich jetzt hier aus dem... Geh zu dem Gang mit dem Fenster. Warte, ja. Ja, hier Fenster. Dann sehe ich das große Schiff von dem Kollegen. Okay, das ist schlecht. Danke für diese... Okay. Hilfe, ich will hier raus. Ich bin gefangen. Ich will nicht mal mehr das Cockpit ziehen. Ich will einfach nur hier raus. Was hast du getan? Ich bin irgendwo hochgefahren mit dem Aufzug und jetzt komme ich, weiß nicht mehr, wo der Aufzug ist. Okay, Aufzug. Warum? Das ist ein Hinweis. Ja? Ich bin mit dem Aufzug nach oben gefahren. Da waren zwei Schaufzüge. Der eine ist mir von der Nase weggefahren, habe ich den anderen auf der rechten Seite genommen. Ja. Ist das ein kleiner oder ein etwas? So ganz, das war übel schmal. Ich passe gerade ich so drauf. Da passe gerade ich so drauf. Okay. Dann habe ich eine grobe Ahnung, wo du stecken könntest. Ah, Moment, hier ist irgendwas. Ist das ein Aufzug? Nee, what the fuck? Ich will doch nicht. Der will immer da runter gehen. Okay, dann gehe ich halt da runter. Da stimmt, da unten ist irgendwas Aufzugmäßiges. Ich kletter hier mal so eine Leiter runter. So, ich bin jetzt den Fahrstuhl runtergefahren. Ach, jetzt geh doch da runter, Mann! So, jetzt hab ich's. Okay, jetzt bin ich hier in irgendeinem. Ach, ja, ich bin runter. Ich hab's runtergeschafft. Ja? Ja, der Aufzug war nicht da, deswegen muss ich Leiter klettern. Jetzt bin ich hier, ihn rufen müssen, ja. Jetzt bin ich in so einem dampfenden Gang. Okay, ich würde sagen, ich starte diese Maschine und vielleicht bin ich schon beim nächsten Planeten und du hast dann irgendwann das Cockpit hinten vor. Fick dich! Aber ja, mach mal, ich suche mal derweil das Cockpit. Warte, kannst du drüber berichten? Ja. Dark in der gefangen, abhandengekommen. Ja, genau. Das ist voll der Lüftungsschacht. Ich glaube, man kann sich irgendwie hinlegen, ne? Weil das Capstock, ne? Ich ahne schon, wo du bist. Ja, mein Gott, du bist auf jeden Fall über mir. Und kann jetzt rumkriechen, auf jeden Fall. Viel Spaß. Okay, nice, okay. Escape 01, Escape 02. Kann ich mich damit wegschießen? Da will ich wegschießen. Oh, voll der lange Gang hier. Holy fuck, man, der ist echt lang. Caution. Oh, jetzt ist... Startest du deine Kältepille auch wieder? Oh, wir fliegen. Klar. Ihr seid schon am Fliegen. Ich bin jetzt gerade einfach nur ein bisschen... Okay, das sieht aus wie das rechte Turret, wo ich gerade bin. Okay. So. Ich muss mir jetzt mal irgendwas überlegen, wo wir hinfliegen. Gibt es auf Jela noch einen zweiten Spot, wo wir Fahrzeuge spawnen können? Das überlege ich gerade. Was für ein Fahrstuhl hier, aber irgendwie ist das kein Fahrstuhl. Zumindest kann ich nichts auswählen. Ich kenne halt auch nicht alle Orte, ne? Geht mir genauso. Die Leiche liegt immer noch da. Was denn? Die Leiche liegt immer noch da. Ja, das ist. Ja, das können wir hier knicken, echt. Deacon's Research. Ich bin bei so einer großen, roten, leuchtenden Kugel, die blinkt. Das ist, die Main Engine. Wenn du das Ding aussetzen würdest, hätten wir keine Gravitation mehr in diesem Schiff. Ja, und die komme ich von hier jetzt zum Cockpit, erklär es mir. Ich stehe direkt davor. Beschreib. Das ist dein Schiff, zurück. Du kennst dich aus. Zurück. Wohin 180 zurück? 180 Grad zurück. Ja, okay, ja, habe ich. Jetzt sind da lauter Fenster mit so, wo dahinter aber zu ist irgendwie. Wie so Luken quasi mit Glas. Mist, ja, sind deine Sicherheitskapseln. Okay, ich kann jetzt nach links gehen und runterspringen oder ich kann nach rechts gehen und runterspringen. Nein, du rufst den Elevator, du springst nirgendwo runter. Was für ein Elevator? Du hast den gesamten Madpads bald aufgebraucht, weil du ständig überall hinspringst. Wo kann ich denn den Elevator rufen? Hier ist kein Elevator. Doch, da musst du nur. Drück mal einfach F, halt F gedrückt. Ja, hier ist irgendwas, aber das ist, glaube ich, eine Tür oder so. Irgendwas aufleuchtet. Ja. Das kann ja die Tür auf und zu machen, okay, das ist irgendwie nicht. Nee, sonst leuchtet hier nichts auf. Ich stehe jetzt in diesem Raum, vielleicht bin ich falsch zurückgegangen, vielleicht hätte ich es anders zurückgehen müssen. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich gehe durch eine der Türen jetzt. So, jetzt bin ich hier, jetzt sind hier lauter Gänge. Ja, sind überall lauter Gänge in diesem Schiff. Hier steht was mit Caution Step und da sind so drei leuchtende Dinger irgendwie. Seid ihr schon gestartet? Ja, ich suche derweil das Cockpit. Ich liege in der Luft. Ey, lass mich raus hier. Dein Raumschiff hat mich eingesperrt. Nein, lass mich raus. Glaube ich nicht. Doch, es hat mich eingesperrt, ich schwöre. Bist du dir sicher? Ja, Mann, es hat einfach die Tür zugemacht. So ein Drecksack. Es hat mich einfach eingesperrt. Dein Raumschiff mag mich nicht, Alter, ohne Witz. Ich bin gefangen, so eine Kacke.
Ich kann es, ich komme nicht heraus. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. So ein Hurensohn, Alter. Mein Gott, ich komme nicht raus. Ein blöder Scheiß. Ich fliege jetzt einfach irgendwo hin. Das ist mir alles, es geht hier einfach nicht mehr. Ich komme nicht raus. Ich mach die Tür auf. Das ist doch alles ein Trauer. Bitte, ich bin immer Arzt. Ich bin nie wieder gemein. Oh mein Gott, ey. Ich bin eingesperrt in deinem Maschinenraum. Wäre lustig, wenn das hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dein Maschinenraum ist. Was ist denn das hier? Hier steht irgendwas mit 0 und 1. Was steht da drauf? Was ist das? Ich fliege jetzt nach Delamar. Government Document 1, 2, 3. General Doc Dings. Ja, ich gucke hier gerade, was bist du auf dem Pendel steht. Ich habe einen Bereich entdeckt, den du selbst noch nicht kanntest. Also, Captain Porter. Weißt du, wo der Captain Porter ist? Ich komme hier nicht raus! Oh, die Tür ist auf! Die Tür ist auf! Die ist einfach aufgegangen. Danke, Raumschiff. Ich liebe dich, wirklich. Oh mein Gott. Er hat sie einfach aufgemacht. Oh, danke, Mann. Alles klar. So, wir starten gerade parallel. Nice. Daimar. Leaving irgendwelche Zone. Okay, keine Ahnung. Daimar. Delamar, Entschuldigung. Delamar. So, Delamar ist das Ziel. Oh, das war dieser dampfende Gang. Da kam ich nicht weiter. Wo geht's hier lang? Lift. Jetzt bin ich wieder an irgendeinem Lift, aber da komme ich wieder... Ja, in die, nein, 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 das ist der kleine Lift, da hänge ich wieder in der scheiß Plattform, wo ich eben die halbe Stunde bringe. Bin ich gerade hier runtergegangen in die Kids. Also, Delamar. Aber ja, die gibt's, Delamar. Ich habe eine Treppe gefunden, Treppe ist gut, runter. Oh, das ist schon Treppe. Sehr vielversprechend. Ja, Treppe. Bin stolz auf dich. Ja. Oh mein Gott, was, es hat mich gekillt. Nee, fast. Irgendwie hat das Raumschiff so rumgewirbelt auf einmal und dann bin ich halt verreckt. Jetzt bin ich, rumgewirbelt. Ich bin in deinem Frachtraum. Ja, das ist doch gut. Bleib da. Ich will aber ins Cockpit, verdammt nochmal. Ich bin okay, oben an der Gangway. Ich bin auf der Gangway in deinem Frachtraum. Gangway bin ich. Bitte die Treppe hoch. Ich bin doch schon oben. Ich bin oben in dem Gangway, in deinem Frachtraum. Ah, ja, okay. Auf der rechten Seite bin ich, glaube ich zumindest, dass die rechte Seite ist. Genau. Und dann gehst du in den Mittelgang. In den Mittelgang. Der ist orange. Kann sein. Und wenn ich nach... Muss ich da jetzt hinkommen? Ich glaube, ich bin hinten. Muss ich aufstehen und da hinkommen? Dieser Gangway, der nach draußen geht, das ist ja hinten, ne, mit den Tanks. Das ist hinten. Ja, da willst du nicht hin. 180 okay. Grad, die andere Richtung. Da willst okay, du hin. Okay, dann renne ich jetzt hier rum. Von da kam ich übrigens gerade. Aber okay, gut, dann geh ich mal da lang. So, jetzt bin ich in so einem, auf der T-Kreuzung. Ah, jetzt geht's hier weiter. Soll ich mittig halten? Mittig, auf jeden Fall mittig. Nicht mehr Stockwerk wechseln. Okay, hier ist irgendwas mit Escape und keine Ahnung. Ja. Ich bin im Cockpit! Jawohl! Applaus. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Applaus. Oh, man kann nicht mal rausgucken, man sieht nicht nur langweilige Gänge. Cool. Ja. Und der Turret ist am rumschlackern draußen. Sehr schön. Ja, so soll es nicht sein, aber... Okay, wo fliegen wir jetzt hin, zu diesem Punkt da, Emergency Shelter oder was? Nee, wir fliegen jetzt in den äußersten Punkt des derzeitigen Universums. Okay. Levski. Dort können wir unsere Schiffe abstellen, können an Terminal gehen. War Levski nicht das, wo du dein komisches Schiff so schön geparkt hast? Ja. Okay. Vielleicht steht das da immer noch, auch wenn wir den Server jetzt wechseln haben. Ja. Über die Server hinaus, auf jeden Fall. So. Oh, den Pott mal bewegen hier, meine Herren. Schwerfällig, das Ding. Ja, okay. Echt schwerfällig. Ich hab mich hinten mal in so eine komische Konsole gesetzt. Hier gibt's irgendwie sowas, keine Ahnung, sieht aus wie ein Flugskompensator. Es hat so drei so Balken, da kann man irgendwas verteilen. Oh, lustig. Drei Balken und man kann was verteilen, das ist Energieverteiler. Ja, das kann sein, ich habe hier so ein Dreieck, so ein Dreieck und ich hab gerade... Ja, das sind die Schilde und die Energieversorgung. Schilde, Waffen, Antrieb. Und Waffen und solche Geschichten. Aber da kann ich einfach sagen, ich möchte jetzt einfach 100% auf Waffen haben. So, jetzt hast du 100% auf Waffen. Zum Beispiel, genau. Mach mal. Scheiße, jetzt kann ich das voll das geile Fate. Machst du jetzt einfach mehr Schaden, oder? Okay. Aber wenn ich das mache, dann werden gleichzeitig meine Schilde angegriffen. Irgendwas hast du da komisch angegriffen. Lustig, ich hab's einfach 100% gestellt. Ich verletze mein Schiff damit selbst. Ja, wenn du jetzt schießt, müsste es wieder normal sein. Ja, jetzt nochmal. Und wenn ich jetzt sage, was ist denn das Zahnrad und was ist das unten? Unten ist wahrscheinlich Schild, ne? Vermutlich. Ich mach mal auf 0, ich mach mal so, warte, auf 100. So, schieß jetzt nochmal. Rear Shield under attack. Okay. Übel. Lustig, so, dann machen wir das andere da mal. Warte, da muss auf 100. So, jetzt nochmal. Left Shield. Okay, nice. Ja, gut, okay, dann lassen wir es einfach mal. Und wieder auf 33. So ist, glaube ich, gut. Sehr gut. Oh,
Aber wenn wir jetzt gerade so richtige Kriegsmucke eingesetzt, weil bei euch auch? Ich habe Musik aus, weil ich das, weil ich meine Videos gerne nachträglich mit Musik beschmücken möchte und das ist dumm, wenn man dann irgendwelche Sounds im Spiel noch hat. Nee, bei mir ist auch gerade keine Musik. Super. So, jetzt kann ich auch nach Delamar springen. Kannst du, ja? Brauche ich auch. Jawohl, endlich. Ist das schlimm, wenn ich hier hinten draußen bin, während du das machst? Nee, ne? Oh Gott! Oh Gott! Kannst du nichts garantieren. Kannst du jetzt mal über die Reling springen, mal gucken. Gott! Also rein für die Wissenschaft, rein für die Wissenschaft würde ich es gerne ausprobieren, aber ja, dann werdet ihr mich wahrscheinlich nie wiederfinden, Alter. Ich werde immer nie. Lost. Ich glaube, das machen wir am Ende des Streams Lost einfach mal. Ja. So, jetzt haben wir die schöne Perspektive ist leider vorne. Ja, ich komme gerade nach vorne. Ach, das dauert schon noch ein bisschen, bis nach, aber jetzt nach Delamar. Also ich bin da. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Okay. Oh, ich will immer die Leiter hochklettern. Ich gehe einfach die Gang lang und auf einmal klettert dann random irgendeine Leiter hoch, Alter. What the fuck? So. Ja, das ist ein Bug übrigens. Das ist ein Bug. Da kannst du nichts für, doch, wenn du zu nah dran bist. Grab da dahin. Sehr schön. Und jetzt so. Nach Levski. Jawohl, so soll es. Oh, ich sehe dich sogar. Sehr schön. Boah, Cooldown. 50 Sekunden. Ey, heftig bei den großen Schiffen. Da kannst du nicht einfach weiter springen. Wenn du da interdicted wirst, dann viel Spaß. Wenn da keine Security dabei hast. Wow. Wohin fliegen wir jetzt eigentlich gerade? Wir fliegen jetzt nach Levski. Achso, um das Ding auszuparken. Um dann quasi, genau. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt ein bisschen länger, aber es musste auch mal sein. Das letzte Video war ein bisschen kürzer, diesmal ist hier ein bisschen länger. Das nächste wird dann wieder ein bisschen kürzer wahrscheinlich oder wieder länger. Das ist mal davon abhängig, wie ich halt die Cuts setze. Ich habe halt auch keinen Bock, mittendrin irgendwie einen Cut zu machen, weil dann fehlen euch so Inhalte. Ich will wenigstens immer einen Step quasi abschließen, bevor ich den nächsten beginne. Oder einen Take abschließen, bevor ich den nächsten beginne. Deswegen hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Video werdet ihr euch dann quasi auf die Levski-Erkundungstour befreuen. Wir sind jetzt hier gerade ja quasi im Landeanflug auf Delamar. Das ist quasi der Planet, den ihr gerade im Hintergrund seht. Das ist Delamar. Und da werden wir dann landen im nächsten Video, werden dann quasi in die Levski-Station gehen und ihr werdet euch die komplette Weltraumstation oder die Stadt, kann man fast sagen, die Levski-Stadt, werde ich euch in Ruhe zeigen, werde euch jede einzelne jeden einzelnen Raum zeigen, den es da gibt und so weiter. Und es werden noch weitere lustige Abenteuer passieren. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, euer Dark Resistance. Ciao, ciao. Trying to protect your soul.